Servus und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Channel. Jetzt werden einige sagen, neu? Nee, das ist alt. Richtig, es ist Regrowth. Ich liebe dieses Pack. Ich habe es ein bisschen angepasst. Das werden wir jetzt machen und zwar als Art Retro-Pack. Und zwar, ich werde es jetzt so machen, also GTNH ist unser Samstag-Folge. Dann Stoneblock wird der Sonntag und der Freitag wird entweder Stream oder Negros. Genau. Und zwar, ja, ein paar Mods sind dazugekommen. Open Computers habe ich mit reingepackt, weil ich da mal ein wenig rumspielen will. Es ist dazu gekommen Extra Cells. Ich habe vom Project Red zwei Sachen reingeworfen. Ich habe, was habe ich noch rein? Ich glaube von Applied noch den Zusatzmod für Soundcraft. Sonic Energistics, glaube ich, heißt er. Und ja, genau. Das ist Sinn und Zweck. So, das Schöne ist, gerade natürlich rumgefällt, schon mal Probeaufnahme gemacht. Und Pam ist auch drin, genau. Das war nämlich gerade mein Fail, weil Pam sozusagen, ja, schön brav Bäume erzeugt hat. Ist natürlich nicht gerade prickelnd. So, jetzt ist das natürlich ein super Berg. Ich habe bis jetzt immer Glück gehabt, wenn ich einen Berg gefunden habe, war auch gleich Wasser da. Ah, da hinten ist das Wasser. Okay. Das heißt, wir haben. Ah, ich glaube, ich muss zum ersten Mal ein bisschen anders planen, weil das ist ein. Aua. Mehr Aua. Das ist ein anderer Bergansatz, weil der ist viel kleiner. Das heißt, ich muss dann das nur als Eingang benutzen. Ja, wobei, es geht noch ein bisschen hier runter. Angelnot weiß ich gar nicht, ob drin ist. Aber ich vermute ja. War, glaube ich, früher auch so. Genau, also wie gesagt. Und ich bin auf dem Server. Das heißt, ich kann mir ab und zu hole ich mir mal Verstärkung. Und was ihr mir bitte schreiben müsst, ist, wenn ich zum Beispiel große Aushübe mache, off oder on, wollt ihr mich dabei labern hören oder wollt ihr sagen, nee, komm, labern mal. Macht es dann offscreen. Weil sonst ist man immer nur dasselbe. So, aber auf jeden Fall ist das. Dieser Berg ist auf jeden Fall schon mal gut zu erkennen und vor allem, ich spawn eigentlich auch gleich daneben. Und dadurch, dass der Berg aber oder das Hügelchen etwas kleiner ist, wäre das nicht mal so schlecht. Ja, wie gesagt, dann habe ich eine kleine Ebene oben, dann habe ich die Maschinenebene unten drunter. Und ich gehe noch nach vorne. Und dadurch, dass das Wasser etwas weiter weg ist, habe ich hier einen guten Bereich. Kann da dann mein ganzes Mariculture-Zeug aufbauen. Und habe hier dann meinen Bereich, wo ich dann sagen kann, okay, ich kann das andere Zeug machen. Oh, Lava habe ich auch noch vor der Tür. Ah, jetzt habe ich aber diesmal einen Riesendusel gehabt mit der Map. Das ist auch mal schön. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Flint. Ah. Ist es ein Pasteur oder ein Pasteur? Ne, Pasteur ist eigentlich mehr Französisch. Englisch ausgesprochen heißt es anders. Können wir mal angucken, oder? Ja. So. Ja, aber das schaut eigentlich ganz gut aus. Und das heißt, ich habe da ist mehr.
Wo ist denn die Sonne? Die ist da. Das heißt, ich kann mal noch ein bisschen rumlaufen. Nicht, dass ich hier noch einen geileren Berg in der Nähe hätte und dann mir sozusagen in den Hintern tritt, dass ich sage, ja, also wärst du mal 5 Meter gelaufen. Aber ich werde auch wirklich nur ein paar Meter laufen, weil wir wollen ja nachts nicht draußen rumrennen und sterben. Genau. So. Es laufen jetzt dann sozusagen ja bei mir auf dem Channel erstmal 3 Packs. Wird auch so sein, also wenn ich lange Folgen mache, dass die wirklich so 40 Minuten plus sind. Und dann wird es momentan in welcher Zeitmangel nicht mehr als eine Folge pro jeweiligen Pack geben. Wenn die Folgen kürzer sind, dass die nur 30 Minuten sind, wird es bestimmt auch 2 Folgen pro Woche geben. Kriegt aber mit, wenn ihr natürlich die Glocke aktiviert habt und meinen Channel abonniert. Ja. Und auch noch den Daumen nach oben. Das haben wir alles drin. Da ist immer so schön, Disclaimer sind geclaimed. Ja, und kriegt er auch mit, wann halt die jeweiligen Folgen rauskommen. Wie gesagt, also Regrowth wird wirklich so ein kleines Projekt, wo ich dann sage, okay, gibt es auch mal einen Stream, kann es auch einen längeren Stream geben, muss ich dann angucken, wie ich das dann mit den Folgen mache. Kriegen wir alles gebacken, ne? Sagt ihr auch. Jawohl. Gut, dann kann ich jetzt als allererstes mal ein Kreuz machen. Dann kann ich da als nächstes 4 Stück machen. Dann haben wir das. Dann brauche ich als erstes. Herzlichen Glückwunsch. Das da. Und zwar zweimal. Eins, zwei. Dann brauche ich das da. Eins, zwei. Dann brauche ich das da mit 1. So, Evoke. jetzt versucht ihr mir was zu erzählen. Das. Ja, tut mir leid. So, jetzt, ich sehe schon, also ich kriege jetzt Äpfel und Mechanistpunkte. Wenn es dunkel wird, also wir laufen mal langsam wieder zurück. Nicht, dass es dann wirklich dunkel ist und ich dann dumm gucke. Das wollen wir natürlich nicht. So, aber als allererstes. Also, ich kriege mal eine Axt. Die werde ich gleich brauchen. Ich brauche eine Picke. Du kommst hier hin. Ich brauche eine Schaufel. Du kommst hier hin. Ich brauche einen den da und einen den da. Dann kommst du hier hin. Und dich nehme ich und mach mal gleich 9 Crafting Table. Weil, um ein Crafting Table zu machen in diesem Pack, die muss noch nicht kennen, also ist auch ein 1710 Pack, muss man eine komplett reparierte Picke in der Hand haben. Kann man aber auch in der Hand reparieren mit einem Flint momentan. Aber irgendwann sind die Dinge halt besser und dann hat man halt eventuell das Material nicht dabei, aber ich habe wenigstens ein paar Crafting Table. Sehr schön. Gleich auch den ersten Sand. Genau. So. Also, wie gesagt, der Freitag also wird zur Art Retro. Der Samstag GT. Da geht es jetzt nämlich auch wieder los. Wie gesagt, ich bin gerade ein wenig dabei, auch mir Freizeit wieder mehr reinzuschaufeln. Weil da hatte ich natürlich auch massive Probleme momentan. Sehr viel Arbeit. Da kann man nicht einfach sagen, nee. Und wenn man halt am Tag, ja, sozusagen 10 Stunden, ja,
Schafe hat, dann kommt man nach Hause und dann hat man nicht gerade, ja, sehr viel Lust noch. Ich will jetzt nicht nochmal zum Wasser laufen. Ich mache mal schnell den Trick mit F. Wo stehe ich denn? Ich bin jetzt auf 68. Was? 69, ja. Na, ist das so? Alles klar. Wie gesagt, das wird sowieso irgendwann mal eine komplette Festung. Diejenigen, die wo mir schon bei anderen zugeguckt haben, vielleicht wird sich auch was ändern. Man weiß es nicht. Baue mich jetzt als erstes mal ein. So, ich habe bestimmt ein bisschen Kohle. Dann machen wir uns auch mal gleich eine Fackel. Da machen wir mal Sand hin. Drehen wir das Ding auch wieder schnell auf. Genau. So, wir haben schon mal sozusagen jetzt den Bereich, wo man reingeht. Da können wir jetzt uns erstmal das Buch ganz gemütlich angucken. Den Reward habe ich schon bekommen. Den habe ich mir auch schon gemacht. Dann nehme ich mir auf jeden Fall das Bone White Guard. Werde ich eventuell wieder bereuen, weil ich es bestimmt wieder falsch gemacht habe. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob man das sich auch in der Hand craften kann. Jawohl, kann man. Ja, ich habe ein Breitschwert gemacht, aber ist kein Problem. Die anderen Dinger werden wir uns auch machen, weil vor allem ich brauche, wenn man mal stirbt, meistens braucht man eine Waffe und da kann man die erst in seiner Kiste dann wieder abholen. So. Dann haben wir mal schon mal den Eingang. Okay, dann habe ich ja schon mal mir einen Crafting Table gebaut. Ne, dann machen wir gleich mal einen Tinker draus. Kennt man ja. So, und dann hätte ich gesagt, kommt als allererstes. Lernt man auch. Mist, das reicht mir nicht. Ich brauche 12 Carpenters-Blöcke. Zwei Türen. Hat man das schon mal erledigt? Dann können die Herrschaften mir nämlich da draußen gestohlen bleiben und ich kann rausgucken. Hallo. So, dann essen wir gleich was, weil wir haben ja schon wieder 5 Hungercoin verloren. Dann haben wir das. Dann hätte ich gesagt, dann kann ich mir auch gleich noch eine Kiste basteln. Kann ich nämlich schon mal alles reinschmeißen. Und das mal ein bisschen sortieren. So. Essen bleibt bei mir in der Hand. Das Questbuch auch. Die Crafting Table kann ich. Ja, doch, die nehme ich mir nochmal. Oder ich nehme einen. Nein. Ah, nein, ich nehme mir keinen raus. Okay, Cracked Sand kann ich auf jeden Fall drin lassen. Da kommen die Blöcke hier runter. Die Seeds kommen nach oben. Das muss dann alles fein säuberlich dann getrennt werden. Alles gut. So, dann sagt denn das Questbuch noch was? Das haben wir erledigt. Jetzt brauche ich Stein und Dirt. Das wird halt interessant, weil das muss ich erst machen. Ach genau, Architecture Craft habe ich noch mit drin. Das ist mir noch eingefallen gerade. Den Mod habe ich auch noch. So, Steine habe ich schon ein paar abgebaut. Das heißt, das machen wir auch. Gleich mal in den Ofen.
So, dann das andere kann ich jetzt noch nicht machen. So, habe ich sonst noch was, was ich jetzt dann machen kann? Ja, das da. Okay, Ofen habe ich. Crafting Table habe ich. Die bauen wir natürlich jetzt auch. Nee, die baue ich jetzt nicht gleich. Ich mache gleich natürlich Risiko. So, und bei denen habe ich gelernt. Tschüss. Immer voll auf Attacke gehen. Dass der gar nicht auf die Chlorreiche kommt. Na, natürlich soll es nicht lecken. Ich wollte doch nur schnell ein bisschen Holz haben, Mann. Geh mal wieder rein. Will hier mir zu viele Herzen. Tschüss. So, dann kann ich mir jetzt nämlich ein Half-Slab bauen. So, ich glaube nämlich dich und dich und dich und dich. Genau, dann habe ich die da, die Pattern. So, mal schnell einen Apfel essen. Wieder hochleveln. Danke. Ich hätte da was Kleines hinter mir. Danke. Bleib drin. Spar. So, aber ich habe eine Kartoffel bekommen. Sehr schön. Ich wollte zwar noch ein bisschen Holz holen. Aber das kann ich momentan. Nee, jetzt kommt noch einer mit einer Rüstung. Um Gottes Willen. Wir wollen es nicht komplett übertreiben. Okay, das heißt, ne? Komm her. Wenn du backpfeifen willst. Ja, kommst du auch noch? Ich könnte eine Rüstung vertragen. Das Lustige, ich merke gerade, dass ich wieder auf Servern spiele. Es sind dreimal so viele Monster da wie im Singleplayer. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt den Zauberstab, das wäre was Schönes. Ich könnte mir die ganzen Kügelchen aufsammeln. Okay. So. Ah, es wird langsam hell. Das heißt, ich mache gar nicht mehr Harakiri. Cool wäre es jetzt noch, wenn mir so ein oder zwei Spinnen über den Weg laufen würden. Ja, aber was ist denn mit der Spinne? Genau das, was ich nicht brauche. Kleiner Mann mit Bogen. Brauche ich momentan nicht. Nee, nee. Da müsste ich jetzt schon den anderen. Anderes Schwert haben. Das Rapier, glaube ich, ist das. Oder? Nee, das Rapier ist nach hinten. Das, wo es nach vorne geht. Jo. Ich habe jetzt so viel erzählt, ne, aber nicht das, was ich erzählen wollte. Das ist doch toll. Finde ich auch. Findet ihr auch, ne? Finde ich auch super. Ja, was will denn der Gute nochmal erzählen? Und zwar, auch mehr Holz. Genau, das wollte ich erzählen, dass ich mehr Holz brauche. Nein, ich möchte natürlich erzählen, was ich noch so ein bisschen vorhab. Sozusagen, ihr wird schon ein bisschen vorinformiert. Die anderen gibt es irgendwann noch ein Infovideo.
Also wie gesagt, der Freitag. Der Freitag soll sozusagen der Re Retro- oder Streamtag sein, wird aber meistens dann halt auch das mit treffen. Dann wird es den Samstag geben mit GT. Und dann wird es noch den Sonntag geben mit Stoneblock. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Dann, was halt noch wichtig ist, aber ist halt, dass es, wenn die Folgen halbe Stunde sind, zwei Folgen pro Woche zeitlich schaffe, muss ich immer noch dazu sagen, nicht drauf pochen, ey, du hast gesagt, es gibt zwei, nein, wenn ich die Zeit habe, wird es zwei geben. Genau, dann bin ich ja dabei, ein Pack zu bauen und genau das ist ja sozusagen das Herzstück dann. Das heißt, ich werde auch, und das ist das Wichtige, ich versuche das auch aufzunehmen oder zu streamen. Kommt drauf an, wie da das Interesse ist, wenn ihr auch sagt, ja, wir können dir auch dann helfen und dann stream doch, dann können wir da ein wenig mit rein. Ja, dann kann man das mal machen, klar. Also das wird auf jeden Fall auch kommen. Entweder wie gesagt als Folgen oder als Stream-Folgen. Und dann gibt es natürlich dann auch sozusagen die Rubrik von den Mods. Und zwar, ich möchte dann ein Modpack anfangen mit den Mods, die wo drin sind. Und dann anfangen auch peu à peu zum Beispiel alle Mods, die wo erstmal drin sind, damit man das alles sozusagen schön zeigen kann. Die werden dann auch vorgestellt und dann halt peu à peu immer weiter die nächsten Mods halt vorstellen. Und zwar ein bisschen, es wird ein kompaktes geben, oder was heißt ein kompaktes? Es wird halt eine große Vorstellung geben. Kommt es natürlich darauf an, ich möchte immer so zwischen 20 und 25 Minuten lassen, die Folgen. Und dann gibt es dann die Shorts. Das heißt zum Beispiel, da erkläre ich dann zum Beispiel nur eine Maschine. Bei den 20 bis 25 Minuten erkläre ich dann halt einen ganzen Bereich, zum Beispiel den Maschinenbereich. Und wenn man halt mal sagt, ja, ich weiß nicht mehr, wie was funktioniert, kann man sagen, okay, ich schaue mir das große Teil an. Oder ich schaue mir jetzt nur an, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, von Mechanismen, wie funktioniert der Crusher? Ja, mal blöd gesagt. Genau. Also so stelle ich mir das halt vor. Crusher, was kannst du damit alles machen? Wie kann man denn upgraden und so weiter und so weiter und so weiter. Also alles, was du damit halt sozusagen halt irgendwie treiben kannst. Genau. Ja. Das wird dann auch sozusagen ein Bereich sein. Und dann ist eigentlich, glaube ich, die Woche schon ziemlich vollgepackt. Ja, weil das, wenn ich jetzt von jedem ein Video rausbringe, sind es 5 pro Woche. Das finde ich doch schon mal ganz nett, ne? Genau. So, also ich habe jetzt den Part Builder. Ich brauche jetzt nochmal eine Kiste. Weil wir möchten hier auch noch weiter werden. Dafür brauche ich jetzt die Pattern Chest. Dann brauche ich hier Holz. Das ist der Trick, den wo man halt landet, wenn man schon ein paar Mal gespielt hat. Und jetzt brauche ich noch ein Tool. Und das macht man so. Alles klar. Dann habe ich dann hier den Part Builder. Dann habe ich hier den Pattern Chest. Und dann als allerletztes den Stencil Table. Und da gehe ich dann hin und mache noch ein paar Pattern und pack die da schon mal rein. So, dann machen wir als erstes den Tool Rod. Das Binding, das auch gleich in groß. Lieber mache ich mir nochmal Pattern. Dann habe ich Picke, Schaufel, Axt. Ja, und ich weiß, ich könnte es auch anders machen, aber nein.
So, dann möchte ich gleich noch den großen, das Large-Ding machen. Schon ist alles weg. Da war er wieder erfolgreich. So, dann kommen jetzt nochmal welche dazu. Dann. Kommen noch die ganzen Guards. Das da dahin, das da kommt dahin. Dann habe ich hier Picke, Schaufel, Axt. Das da, das da, das da. Dann brauche ich natürlich noch das Schwert. Und ich brauche eigentlich. Ah, ich habe schon festgestellt, man kann den Hammer ziemlich früh anfangen, aber das Problem ist, man kann, ich habe den, ich war das letzte Mal zu blöd, den abzugraden. Erst nach Eisen konnte ich den upgraden. Kann sein, dass das so eingestellt ist, dass das erst geht. Nummer 10. So, Hammerkopf, Schaufelkopf und den großen Axtkopf haben wir da nämlich auch alles. Und dann sind wir schon mal da auf einem guten Weg. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, ja, was noch interessant ist für Mods oder sonst was, dann schreibt es auch bitte in die Kommentare, was ihr auch von so einer Art Retro haltet. Wenn ich, wie gesagt, da durch bin, wird es dann eventuell wieder ein Retro geben. Könnt ihr sogar, vielleicht mache ich dann sogar eine Umfrage, was ihr vorschlagt oder ihr schlagt mir einfach vor und sagt, ja, mach mal als nächstes das Pack. Dann werden wir uns das angucken und dann vielleicht auch machen. So, der Nachteil ist gerade, merke ich, wenn man öfters aufnehmen muss, weil man erstmal rumfällt. Weiß es nicht, habe ich euch gefragt? Aushöhlungen und so weiter von der Basis innen. Habe ich jetzt gerade entschieden, das wird oft passieren. Wie gesagt, wir sind auch zu dritt auf dem Server, dass man dann mal die Fläche gerade macht oder die Fläche wegbuddelt. Das wird immer wieder mal oft passieren, dass man da zeige ich euch dann, was ich dann da gemacht habe, weil sonst dauern die Folgen ewig. Das kennt ihr zwar von mir, aber und dass ich nicht fertig werde, das kennt ihr auch von mir, aber das wollen wir ja alles ändern. Genau. So. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Sticks, dann habe ich das fertig, dann habe ich das auch fertig. Dann kommt natürlich jetzt mein Tool der Tools, ne? Genau, meine Schüssel. Ich merke schon wieder, mein ganzes Graffel da unten ist schon wieder voll. Und ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit in der Bude hocke. Obwohl es draußen Tag ist. Und wenn es draußen Tag ist, dann sollte ich vielleicht mal gefälligst meinen Hintern rausbewegen. Und hier mal ein bisschen Holz abhauen, dass wir was für die Nacht haben. So, was gibt es denn noch für eine Quest? Also das habe ich auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Da kann ich schon mal claimen. Die sieht's. Ah, mir fehlt Clay. Okay. Dann hätte ich gesagt, hauen wir noch die ganzen Dinge hier ab. Sag, ich nenne es jetzt mal Regrowth Plus. Durch die ganzen Zusatzmods. Und was ich jetzt hier halt auf jeden Fall auch ziemlich schnell machen werde, ne, weil ein Bett sind 3 Wolle. 3 Wolle heißt, ich brauche 12 Fäden. Und dann ist das, ne, dann ist die Nacht nämlich auch schneller rum. Außer ich brauche noch weiteres Loot.
Dann traue ich mich ja auch immer am meisten aus. Oh, sehr schön. Wie brauche ich denn? Dann traue ich mich ja meistens immer in den frühen Morgenstunden raus. Weil dann sind die Spinnen nämlich noch da, die anderen sind verbrannt. Dann kann ich dann da gemütlich einfach nur den Loot einsammeln. Sagt drei. Wie ich mich kenne, habe ich jetzt einen bestimmt in der Kiste liegen. Ich habe noch nie so viele von denen gekriegt am Anfang. Das ist der Wahnsinn. Wie ich hätte es danach gesucht. Ich wollte doch schon immer mal mit dem Buch, ne? Das Gras aufsammeln. So. Ich weiß es auch nicht mehr, ob ich das schon erzählt habe. Wenn nicht, dann erzähle ich es zweimal. War auch nicht traurig. Oder vielleicht schon. Ah, sehr schön. Um was soll es denn im neuen Pack gehen? Also erstens, das wird 1.1.12.12er Pack. Sozusagen, ich gehe jetzt dann endlich von 1.7.10 richtig weg, weil ich ja die meisten Mods mittlerweile so weit habe, dass ich sage, okay, man kann coole Packs bauen. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Wenn es ein GT-Pack werden soll, ist es halt auch vor allem wichtig, dass auch GT da ist. Da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird es so kommen, dass GT dabei sein wird. Sonst wäre es nicht mein Kanal, glaube ich. Das ist halt mein Problem. Zum Beispiel jetzt, ich habe mir schon angeguckt, 1.16, was ich halt mittlerweile sehr mag, ist halt, wenn ich jetzt solche Welten erstelle, weil es wird sozusagen Art Regrowth Reborn oder wie auch immer, dass man halt so in so einer Welt halt erwacht, dann braucht man halt ganz gewisse Mods. Und ich liebe zum Beispiel mittlerweile das ganze Züchten. Und für mich sind halt zum Züchten die wichtigsten Mods teilweise jetzt die Hühner, Chickens. Kann man ja auch mit GT gut kombinieren. Jetzt werden alle sagen, was? Ja, kann man gut kombinieren, indem dass man halt Genetik mit reinmacht. Und das kann man halt in HV, EV, IV, whatever mit rein setzen. Dann hat man ja, und das ist halt, ja, wie gesagt, das sind die Hühner. Das wäre schon mal Punkt 1. Dann, ja, was gibt es noch? Es gibt natürlich die Crops. Das ist Agricraft für mich hauptsächlich, weil IC2 Crops, da glaube ich, werde ich nie mit warm. Habe ich auch noch nichts anderes gesehen, wenn ich ehrlich bin. Dachte ich ja eine Spinne. Ja, genau. Und ist für mich Forestry. Bienen. Wenn ihr noch andere Mods kennt, die sowas drauf haben, zum Beispiel die Kühe, die Liquid Cows, die finde ich gar nicht so prickelnd. Warum? Ganz einfach. Liquid Cows, du züchtest die Kühe, du hast eine ganz gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du diese Kühe bekommst. Ja, wenn du die Kuh hast, dann hast du die Kuh und Ende Gelände. Also ich kann sie nicht hochzüchten, außer ihr kennt da auch irgendwas, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ja, und wie gesagt, und Forestry gibt es noch nicht auf der 1.16. Und Bini gleich zweimal nicht. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal 1.12. Darum. Wie gesagt, habe ich mich für 1.12 erstmal so entschieden. Wenn natürlich 1.16 auf einmal Bini auch da ist und Forestry, dann kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, fangen wir mit der 1.16 an. Wie gesagt, wenn aber die anderen Sachen auch da sind. Wie gesagt, und man muss dazu sagen,
Solche Mods gefallen mir halt vor allem, wie gesagt, in solchen Welten. Also Stoneblock, Big Rose, also die halt verdörrt sind. Genau. Weil da kannst du ja Pam und so weiter alles mit reinbauen. Genau. So, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen was erzählt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mal Folge 1, sondern das ist Folge 0. Ich wollte einfach nur mal einen Berg finden, schon mal ein bisschen anfangen. Habe ich getan. Ich werde jetzt dann ein wenig anfangen, sozusagen hier ein wenig auszuhöhlen. Mal zu gucken, ob alles hier passt. Eventuell auch ein paar Ressourcen sammeln außen. Das ist jetzt nicht das Prickelndste. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir sagen, wie ihr es dann haben wollt. Und dann werde ich natürlich, wenn genügend Leute dafür was Kommentar geschrieben haben oder durch den Like eines Kommentars sagen, wenn jetzt einer sagt, ja, ich möchte, dass du abbaust und es haben, ich bin mal optimistisch 100 Leute diese Folge gesehen, dann sollten aber auch schon, sage ich mal, mindestens 20, also sagen wir mal 25% der Leute dann mit abgestimmt haben, damit ich dann genau weiß, wo die Reise hingehen soll. Ja, dann sind wir für diese Folge am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs fröhliche Kommentieren. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao.